guten Tag, liebe Montasillas. Diese Material, die wassertransparent ist. Die Flasche kannst du noch diese Seite entfernen, wenn es geht. Ja, mit das Problem. Okay. Dann wollte ich den Diamant zeigen. Ja, das Problem war tatsächlich nicht nur die Transparenz, aber auch das Licht. Das Licht sollte durch den Material gehen und das Ergebnis ist noch nicht perfekt, aber wir können tatsächlich mit diesem Programm besser die Pixel repräsentieren, weil dieses Programm Schritt für Schritt das Bild kreiert. Next ist für besondere. Ups. Ja, den Sand auf den Schüssen. Der Sand ist dieses Material. Es ist in Blau gezeichnet, weil ich persönlich Blau und Hellblau liebe. Aber tatsächlich, wenn Sie haben andere Geschmäcker, Sie können alle Farben haben. Alle Farben und alle Nuancen haben. So, es ist sehr kraftvoll, zum Beispiel das Fell von Bär haben. Ich denke, es ist ziemlich kraftig. Hier das Problem. Ich sehe meinen Fehler, diese Augen die sind nicht perfekt, noch nicht perfekt. Diese Augen ist ein bisschen zu viel in der Nähe der Nase, aber das war erst versucht. Ich habe einen Namen modelliert. Tatsächlich gibt es Leute wie ich mit sehr langen Namen. Mein Name ist Alessandra, mit zwei S geschrieben. Also es ist insgesamt 10 Buchstaben. Und zum Beispiel, wenn jemand Martha heißt, leider Martha ist nicht hier, die Arbeit wäre ein bisschen einfacher. Aber wenn man einen langen Namen hätte, kann man diese Schrift ein bisschen reduzieren. Und wir können alles skalieren auch. Und wir haben die richtige Proportion am Ende. Also, wie versprochen, jetzt habe ich für die Zukunft orientiere Leute das Raumschiff mit in Hintergrund haben wir das 100% geklappt. Hier, wir sind rot und hier gibt es nicht, aber ich habe auch versucht, eine Position, eine Stelle zu tun, wo die Fehler Minimum waren, die Fehler minimalisiert. Also, nächste Schrift ist die Video. Ups, das ist schon gegangen. Ich weiß nicht, wie ich kann das stoppen halten. Es ist nicht möglich, okay. Ich lasse das gehen. Sie können tatsächlich einen Namen schreiben und Sie können alles die Bilder parallel verschieben oder rotieren um drei Achsen. Also X, Y und Z. Und ja, ich habe die ganze Information, das Programm gegeben, um ein bisschen Bewegung zu geben. Also mein Ziel war am Anfang alle 80 waren hier, dann die Bitcoin hier, dann es gibt eine Rotation oder mehr Rotation und am Ende tatsächlich alle 80 geht weg. Und ich habe diese ganze Information gegeben und wie Sie können sehen, am Ende auch diese Maus nicht. Okay, sehr gut.
Das ist der Wind. Ja, es ist etwas ähnlich, genauso wie Martha Ring. Martha hat ein Boot, Wind, denke ich, ja. Große und rot hier, aber tatsächlich, ich habe auch die Vene hier gemacht, können wir Vene sagen? Diese in dem Stein, oder? Ja, in dem Stein. Ja, das sind die, nicht Vene, sagt man nicht. Sie scheint wie Vene oder Nerven. Ja, ja, ich überlege nochmal. Gibt es Bilder von Leuten, die Billardtisch lieben und Billardkugel? Ja, man würde sagen, sie nicht lehnen die Maserung. Alle die Leute sehen, das ist der Ring, dann Billardtisch und Billardkugel und dann habe ich einen Teddybär gemacht. Nee, mach das nicht. So, nee. Soll, nee, das ist schlecht für die Linse. Ja, ja, ich weiß, da muss man so ausstellen. Auch andere Video über diese Bewegung. Das ist das Ende von ersten Teil dieser Präsentation. Ich habe noch weitere Material zu zeigen. Moment. Zum Beispiel, ich hoffe, man kann das sehen. Das geht. Tasche, kannst du mir die mal geben? Da sind auch andere Stecker, das war vielleicht dieses Oberflächen, sie sind in Kontakt, ja. Hier und hier.
das wären Augen. Augen. Und dann sie bewegen in dieser Richtung, es gibt Achsen, beide Augen. Deswegen diese beasymmetrische Augen. Ich bin zuerst mit vielen Problemen in 3D, mindestens am Anfang hatte ich viele Probleme in 3D. Und zweitens, ich habe Schwierigkeiten mit Augen, ich bin nicht nur kurzsichtig, aber ich sehe tatsächlich ein bisschen die Bilder in diese Richtung. Es ist 3D, ja? Ja, es ist nicht gerade, wie ich sehe. Also ich sehe mit Schwierigkeit, aber dieses Programm hat mich viel geholfen. Mhm. Mir viel geholfen. Mhm. Also sie können zeigen, aber es ist alles sehr symmetrisch gedacht. Mhm. Und das kommt mit der Zeit. Ich hatte Schwierigkeit in 3D alles zu drehen, aber danach zwei Jahre war ich besser geworden und tatsächlich online gibt es viele, viele Tutorials. Sie sind sehr talentiert und etwas früher. Also sie haben diese Bildschirm hier und Basis. das ist Maximum von mir. Hier, sie können ein Bild addieren. Also separat, in einem anderen Fall. Sie machen, was sie wollen. Ein Video, ein Bild. Und am Ende, wenn sie haben ihre, sagen wir, Skizze perfekt gemacht, Schrabbi und so weiter, sie können, hier gibt es eine Option, sie können zurück zum Fernsehen-Datei gehen und addieren diese Teddy. Und dann sie können alle animieren, das heißt Fernsehen plus ihre Teddybär, der bewegen kann. Aha. Am Ende dieser Simulation können sie tatsächlich etwas zeigen und etwas haben in diesem Fernsehen. Es ist lebendig. Nur mit diesem Computer dauert stundenlang. So, mein Freund wird mir helfen, um etwas extern zu geben, externe Rahmenelemente. Und zukünftig habe ich diese Planung, meine neue Rechnung zu bauen. Und addieren diese Teddy. Und sie können alle animieren. Das heißt, Fernsehen plus ihre Teddybär, der bewegen kann. Aha. Am Ende dieser Simulation können sie tatsächlich etwas zeigen und etwas haben in diesem Fernsehen. Es ist lebendig. Nur mit diesem Computer dauert stundenlang. So, mein Freund wird mir helfen, um etwas extern zu geben, externe Rahmenelemente. Und zukünftig habe ich diese Planung, meine neue Rechnung zu kaufen oder benutzte Rechner, aber kräftiger. Apple wäre besser für Design. Apple. Und diese Zeichentrick- oder Animationssachen ist aber nicht so dein Hauptfokus. Dich interessiert mehr so Design oder oder andersrum gefragt mit diesem Scrubby, das ist ja eigentlich eine ganz nette Figur, ne? So als Trickfigur. War das schwierig, ihn sich bewegen zu lassen oder macht das, also oder anders gesagt, musst du jede einzelne
die Flecke Surface und nicht der Mann. Ja, weil es war nicht richtig orientiert. Das ist ja auch für Ingenieure, glaube ich, inzwischen so ein Tool, ne? Wo man dann so 3D-Modelle von irgendwelchen Sachen, die man baut, so Baupläne. Ja, ich habe noch nie benutzt dieses Blender-Programm, aber ich habe benutzt und schreibt mit Code AutoCAD, aber nicht mit den Farben, nur mit den Linien. Ja. Ja, und mein Ziel wäre, Python-Programm zu benutzen, weil die Struktur vom Blender ist, mit, ist durch Python organisiert. Also tatsächlich mit Python kann man auch die Funktionen denke, wechseln. Die Befehle, die Commands. Ja, die Eingaben oder die Kommentar. Kommentar oder Comment? Kommentare? Nee, ja, Kommentare oder Befehle vielleicht. Befehle. Ja. Anlagen. Also es wäre sehr interessant, aber ich bin mechanischer Ingenieur, aber ich habe Schwierigkeiten mit Code. Ich wollte weiterlernen. Sie, dann haben wir noch einen klassischen Zeichentrickfilm, der mit Folien gemacht wurde, also wo man dann wirklich diesen diese Einzelbildaufnahme hatte. Ne? Man hatte mal ein Foto, man hat ein Zeichen gehabt, ein Foto gemacht auf einem Glastisch und dann die nächste Phase gezeichnet. Ne? Und da musste man also immer pro Sekunde mindestens 10 Bilder haben. Ne? Und natürlich hat diese Technik hat ja den Zeichentrickfilm komplett revolutioniert. Also Film wie Madagaskar oder so, wenn man das kennt, oder ich glaube, das große Krabbeln, das war der erste, der mit diesem Computerprogramm gemacht wurde, die Pixar-Studios, mit dieser Lampe. Und ich habe, das war am Anfang auch trotzdem noch eine Menge Handarbeit, weil man gesagt hat, also jedes einzelne Haar, was sich verschiebt, muss dann gezeichnet werden. Und du hast dann auch am Abspann sind immer 100.000 Menschen, die da mitgearbeitet haben. Aber es wird natürlich, man arbeitet immer weiter und es wird immer mehr verbessert eigentlich die Programme, also dass du am Ende wahrscheinlich auch nicht mehr so viele Mitarbeiter brauchst. Ja, ich habe nur eine andere Information für euch. Tatsächlich ist der Film Jurassic Park mit Python manche Teile gemacht. Manche Szenen, ja. Sie haben zum Beispiel T-Rex gemacht und es ist wahr, zuerst haben sie Zeichen, dann sie Studios, mit dieser Lampe. Und ich habe, das war am Anfang auch trotzdem noch eine Menge Handarbeit, weil man gesagt hat, also jedes einzelne Haar, was sich verschiebt, muss dann gezeichnet werden. Und du hast dann auch am Abspann sind immer 100.000 Menschen, die da mitgearbeitet haben. Aber es wird natürlich, man arbeitet immer weiter und es wird immer mehr verbessert eigentlich die Programme, also dass du am Ende wahrscheinlich auch nicht mehr so viele Mitarbeiter brauchst. Ja, ich habe nur eine andere Information für euch. Tatsächlich ist der Film Jurassic Park mit Python manche Teile gemacht. Manche Szenen, ja. Sie haben zum Beispiel T-Rex gemacht und es ist wahr, zuerst haben sie Zeichen, dann sie vorstellen etwas zu tun mit Python und dann sie organisieren die Arbeit, aber es dauert vielleicht 70 Stunden und das ist von Profi gemacht. Also ich kann nicht mich vergleichen mit diesen Leuten. Sie sind tatsächlich die Geometriearbeit ist riesen. Vielleicht 2 Monate Arbeit, viele Leute und immer weiter. Wir haben auch einen Text überschlagen in unserem Buch, weil wir ein bisschen Zeit gewinnen wollten. Der hätte dich vielleicht